Ah, hallo. Hallo. Ich sehe aus wie Natascha. Natascha. Meine Haare. Wie kommst du jetzt auf Natascha? Keine Ahnung. Gut. Ja, wie gesagt, gestern waren wir am Weihnachtsmarkt. Am Dom. Wir waren kurz vor sechs waren wir da. Wir haben direkt einen Parkplatz gekriegt im Parkhaus. Hat gut geklappt. Und dann sind wir da mal hingewandert. Also da war da aber voll. Alter Schwede. Das sind alles Touristen. Die kommen Alter mit Schwede, ey, du hast überhaupt keinen Platz, du hast überhaupt keinen Bock mehr da rumzulaufen. Das sind alles aus den Niederlande und aus Belgien und so Reisebusse halt. Ich meine auch Schweden wäre dabei gewesen, kann das sein? Siehst du mal, wie berühmt unser Weihnachtsmarkt hier ist. Ja. Eine Attraktion. Die kennen das vielleicht alle gar nicht so. Ja. Am Wochenende ist die Deutsche Brücke gesperrt, statt einwärts wegen den Reisebussen. Echt? Statt auswärts kannst du fahren, aber nicht statt einwärts. Da kannst du nur mit der Bahn hinkommen. Oder du musst über die Severinsbrücke fahren. Aber weißt du, was da gebacken ist? Ja. Ja. Naja, auf jeden Fall haben wir dann Simone und Birgit kennengelernt. Ne, die kannten uns schon. Also die waren schon mal hier beim Hauströdel. Das wusste ich aber nicht mehr, tut mir leid. Aber Simone und Birgit haben uns dann da gesucht und auch gefunden. Haben gesagt, sie hätten uns eine halbe Stunde gesucht und wir standen hier dann da, haben noch einen Kaffee getrunken, die Mama und ich. Wir haben übrigens einen Kinderpunsch getrunken. Sag mal, Preise? Preise, muss ich sagen, waren okay. Du kleine Tasse Kinderpunsch, 3 Euro plus 3 Euro Pfand. Und dann sagt die Mama, oh, die Tasse ist aber schön, ist, willst du sie haben, ne? Und sagt sie, ja, ich will aber 6. Ich sage, Mama, was willst du mit 6 Tassen? Ja, wenn ich mal Besuch kriege. Ne? Naja, Endeffekt war, eine Tasse haben wir mitgenommen. Gut. Hättest du 6 gewollt, hättest du auch 6 gekriegt, aber dann haben wir was gegessen. Was hast du gegessen? Leberkäse, Chili, Brötchen und die Mama hat ein Brot mit so einem leckeren Käse, wollte sie haben. Ich habe heute gehört, war ein kleiner Junge bei mir, der hat gesagt, die Bratwurst am Neumarkt, auf dem Weihnachtsmarkt, die wäre so lecker gewesen. Ja, da wirst du mal zum Neumarkt gehen demnächst. Ne, wir waren dann so bis. Übrigens auch vielen Dank, Simone und Birgit, dass ihr da wart. War total schön mit euch. Aber sonst war keiner gekommen. Oder sie haben uns nicht gesehen. Aber da waren noch so viele, die gesagt haben, man geht ja zu Weihnachten. Aber die hätten am liebsten gehabt, Aachen, Düsseldorf und was ja, weiß ich. Aber das kann man ja nicht machen. Ne? Es war aber auch kalt. Boah, es war wirklich kalt. Also ich war ja gar nicht mit. Ich war ja erst um. Deswegen war auch keiner dabei. Wir haben die so. Da würdest du mitgekommen, wäre bestimmt 100 Mann gekommen. Ja, da wäre 100 Mann gekommen, denkst du. Naja, auf jeden Fall sind wir dann so nach einer Stunde, anderthalb sind wir gegangen. Hab schon eine Schulkameradin von mir getroffen. Ja, bin denn? Christine K. Man darf ja keine Namen mehr nennen, ist auch blöd, ne? Kenn ich die auch. Die war bei mir in der Klasse. Na, ist egal. Und dann sagt die Mama noch, boah, sollen wir uns nicht doch irgendwo reinsetzen, ist so kalt. Und dann war genau gegenüber so eine kleine Champagnerbude. Da habe ich dann mit der Mama einen Cola Zero getrunken. Kinder Champagner. Wieso Champagner? Nee. Wieso gibt es die Champagnerbar? Ja, ist so eine kleine Bar. War gemütlich, war schön warm drin und so. Okay. Ne? Und dann haben wir uns unterhalten und so weiter. Und dann habe ich sie nach Hause gebracht. Und sie war richtig glücklich. Also ich muss sagen, das hat mir richtig gut getan. Und ich glaube der Mama auch. Und das werde ich jetzt auch beibehalten. Und sieht sie jede Woche am Weihnachtsmarkt bis Ostern. Nee, dann den Weihnachtsmarkt haben wir jetzt keinen Bock mehr drauf. Nö. Oh ja. Wir müssen mal gucken. Irgendwas werden wir schon machen, ne? So, was hätte sonst Neues? Ach so, ja. Dann möchte ich mal. Aber wir haben Nachschub gekriegt. Also pass auf. Heidi heißt die Dame. Ich sage aber nicht den Nachnamen, weil das ist ja doof. So, macht man nicht. Die hat uns damals den Weihnachtskalender geschenkt mit Marzipan drin. Den der Frank in einem Rutsch weggegessen. Den habe ich gekillt. Und das war mir peinlich, ne? Du kriegst einen Weihnachtskalender geschenkt, wo die Türchen 1 bis 24 und du holst das raus wie. Ja, ich habe das auch. Das war aber auch so lecker. Das war so lecker, ja, dieses Marzipan. Ich habe den Rest dann gegessen. Ja. Und meinen hast du auch noch komplett gegessen. Nee, warte mal, du hast auch mitgegessen. Wo ist denn meiner? Den hast du doch mitgegessen. Ja, der klare Mülleimer. Ach, jetzt tust du so, als hätte ich das alleine gegessen, ne? Nee, den hast du alleine. Ich habe von dir hab ich mitgegessen. Von mir habe ich nichts gekriegt. Du Spinner, die habe ich dir doch mit auf die Couch gestellt. Ja, ja. Mir alles schön in die Schuhe schieben, wa? Da habe ich vielleicht 5 gegessen. Ach, ich denke keins.
Auf jeden Fall hat die Heidi uns Nachschub geschickt. Erstmal vielen Dank. Total lieb. Und ich freue mich total darüber. Und ich habe dir, ich hab dir jetzt auch ein Päckchen. Das ist also übrigens der Karton von dir. Ich du kriegst jetzt wieder mit den leeren. Du kriegst das jetzt wieder. Ich schicke dir jetzt auch was. Ich hoffe, es gefällt dir. Ich hoffe, du kannst es gebrauchen. Ja, wollte ich schon gesagt haben. Schicke ich versichert, damit er nicht wegkommt und geht morgen raus. Ne? Jetzt muss man aber ein bisschen was von dem, was du uns geschickt hast, verstecken. Ich habe schon was gesehen, was ich sehr gerne mag. Und sonst kriege ich da wieder nichts von. Ja, genau. Okay, ja, dann war das. Und ja, jetzt machen wir was zu essen. Dann rufe ich immer mal an. Ja, ich habe gestern gekocht. Eine Sonnenbank oder was weiß ich, keine Ahnung. Für mich alleine habe ich gekocht. Ja. Aber eigentlich für heute mit. Ja, ja, für 2 Tage. Ja, mache ich jetzt gleich mit lecker Pommes und mit Salat. Zwiebelhähnchen, ja, ja. Okay. Ja, morgen früh fahre ich zur Mama. Kann ich mich ja von der Mama aus mal melden, wenn ihr Bock habt. Und du hast die Idee, du hast immer schön frei, fährst mit der Mama spazieren, ich muss arbeiten. Ja, ja, spazieren ist ja aber nicht, ich muss hier die auch spazieren. Die Weihnachtsmarkt ist doch spazieren gehen. Naja, aber dafür war es zu kalt, um spazieren zu gehen. Ja, selber schuld. Boah. So, ich war schön im Warmen. Ich hab den Kamin angemacht. Ey, voll war das. Boah, unglaublich. So viele Menschen auf einem Haufen. Wahnsinn. Hätte ich nie gedacht, dass ein Weihnachtsmarkt so beliebt ist. Ja, stell mal vor, da passiert was. Ach, Braut, da denkst du ja nicht drüber nach. Ja, ich denke an sowas. Bis morgen. Das hat ja sowieso keinen Sinn mit der. Das ist ja manchmal ganz komisch. Oder? Ganz komisch.